Trotzdem die Möglichkeit für Klose. Tor! Fehler der Belgier. Mannschaften sind bereit. Und los geht's. Belgien. Kampfname, die roten Teufel. Von rechts nach links. Deutschland traditionell. Podolski. Und der belgische Kapitän Vermeulen, sehr schnell der Ball bei Thomas Müller. Gegen Vermeulen. Und der erste Eckstoß nach 28 Sekunden herausgespielt. Die Richtung von Jogi Löw auch von vornherein ausgegeben. Wir wollen hier 3 Punkte holen. Und wir werden versuchen, so offensiv zu spielen wie im Sommer 2010. Lukaku sichert den Ball gut. Vertonghen. Alderweireld, der Rechtsverteidiger, mit aufgerückt. Fellaini! Erste Chance in diesem Spiel. 6. Minute. Marouane Fellaini, wie gesagt, vom FC Everton, trifft den Ball da nicht satt. Aber hat schon 3 Tore gemacht in seinen 21 Länderspielen bisher für die Belgier. Fehler und Lukaku. Er fackelt nicht lange. Völlig unnötiger Ballverlust. Nicht sauber angenommen, dann vertändelt von Bastian Schweinsteiger. Und da war Vertonghen dazwischen. Aber Manuel Neuer macht schon wieder eine gute Figur. Aber da sehen Sie mal die Gefährlichkeit von Lukaku. Aber noch soll er sich weiterentwickeln beim RSC Anderlecht. Dembele und Hazard, der ja nicht so groß gewachsen ist, der 19-Jährige, kommt da sogar noch dran. Toller Auftritt bisher, Lukaku. In seinem 4. Länderspiel.
Özil versucht es selbst. Und das kann man auch genauso vertreten. Ball klasse mitgenommen. Aber nicht satt genug getroffen, diesen Ball. Müller. Klasse Tor im Eröffnungsspiel gegen Wolfsburg. Dann gegen Kaiserslautern haben sie ein bisschen ausgeschimpft, weil er eine klare Chance vergab. Und das hat er klasse gemacht. Toll abgelegt. Für Özil, aber der hätte ihn lieber auf dem Linken gehabt. Toll gesehen. Aber die Zeit blieb nicht mehr für Özil. Das schafft nicht jeder, den Ball so abzulegen. Erste richtig gute Offensivaktion. Oh, gut aufgepasst von Bailly. Hazard gegen Özil. Fellaini. Zum dritten Mal der Rückpass nicht gut. Zweiter Versuch, Dembele und Lukaku abseits. Da hatte der Schiedsrichterassistent schon angehoben zum Fahneheben, als er sah, dass Lukaku da für diesen Fallrückzieher ansetzt. Dembele. Dembele! Und Neuer! Erneut ist er zur Stelle, auch wenn er den Ball nicht ganz sicher abwehrt. Aber der war auch wirklich scharf geschossen, war aber da. Rutscht den Ball über die Fäuste, also viel weiter nach oben hätte er da nicht fliegen dürfen, der Ball. Trotzdem, auf Manuel Neuer ist in dieser Partie ganz offensichtlich Verlass, für mich ein Phänomen, mit welcher Selbstverständlichkeit der Topleistung in Südafrika abgerufen hat. Und das ist etwas, was die Mannschaft jetzt braucht. Ich bin da, macht euch keine Sorgen, wenn einer mal durchkommt, ich habe den Ball. Bei den hohen Bällen sind die Belgier sicherlich zumindest nicht im Nachteil mit ihren langen Kompanie van Beuten. Bailly! Und im Nachfassen! Klose da wieder sehr aktiv. Auch im zweiten Versuch. Der Bayern-Stürmer, ganz klar der Blick von Schweinsteiger. Bailly kann den Ball nicht kontrollieren. Aber Klose kommt eben auch nicht in die Schussposition. Aber da hatte sich die Geduld fast ausgezahlt. Der Versuch war natürlich weitestgehend sinnlos, das zu probieren, dabei dreien durchzukommen. Trotzdem die Möglichkeit für Klose. Tor! Fehler der Belgier. Und die Führung für Deutschland. Die Belgier, die hatten sich nicht mehr in die andere Hälfte getraut, sondern schon von den Deutschen festgespielt worden. Powerplay-artig. Der Ball eigentlich schon gewonnen. Dann Fellaini mit dem schwachen Ball. Schweinsteiger geht dazwischen. Auch van Beuten. Klasse gespielt von Müller. Klar kein Abseits, weil van Beuten da zu tief stand. Da haben sie sich selbst das Leben schwer gemacht. Vor allem ausgelöst durch den Ball. Zurückgespielt von Fellaini in den Strafraum hinein, nachdem sie den Ball eigentlich schon gewonnen hatten. Und das ist die Geistesgegenwärtigkeit von Thomas Müller, aber auch von Miroslav Klose, dem man das nur gönnen kann nach dieser starken WM, auch in der EM-Qualifikation wieder schon so erfolgreich zu sein. So, hier das Tor nochmal. Van Beuten, Müller, vorher Schweinsteiger, der den Ball gewonnen hatte, und Klose, der ihn reinmachte. Also vier Bayern beteiligt an diesem Treffer, aber das gute Ende für Deutschland. Miroslav Klose bringt Deutschland in Führung in diesem EM-Qualifikationsspiel in Brüssel gegen Belgien.
Khedira. Podolski, von dem haben wir lange nichts mehr gesehen. Schweinsteiger. Lahm. Özil. Gut gespielt. Klar und einfach. Der ist im Tempo drin. Lahm. Klasse gespielt, Müller! Schade! Bester Angriff bisher der deutschen Mannschaft. Ruhig eingeleitet, aber dann immer mehr Tempo aufgenommen. Und dieser Ball war sehr stark. Und jetzt kommt der nächste Wechsel bei den Deutschen. Toni Kroos bekommt seine Chance. Lukas Podolski, wie gerade noch gesagt, zuletzt nicht mehr so aktiv in dieser Partie. Und Toni Kroos als sehr guter Fußballer, auch immer mit einer Idee, was die Offensive angeht, jetzt im Spiel für die Deutschen. Gut gemacht von Lahm. Klose. Ja, wollte gerade sagen, der muss noch eine Runde drehen, aber das wird jetzt nichts mehr. Gute Reaktion von Bailly bei dieser Chance von Müller nach dem besten Angriff der deutschen Mannschaft. Steht weiter 1:0 für Deutschland hier beim EM-Qualifikationsspiel in Brüssel. Schweinsteiger. Kakao. Wendig, flink. Müller erkämpft sich den Ball zurück. Klose. Ah, der wollte gern durchspielen. Hat er gut gemacht. Kakao. Und nochmal die Möglichkeit zum Angriff. Benteke versucht den Ball abzulegen, gleich zu starten. Aber jetzt ist es vorbei. Die deutsche Mannschaft startet gut in die EM-Qualifikation. Nicht glanzvoll, aber effektiv. Und da freut sich Jogi Löw über diesen Arbeitssieg nach den furiosen Leistungen bei der Weltmeisterschaft. Und die Vereinskameraden, die flachsen sich schon. Kaum, dass der Schlusspfiff ertönt ist, Schweinsteiger und Verbeulen. Wer weiß, vielleicht hat sich gerade eine Wette schon besiegelt. Diesen Sieg haben sie verdient, aber sie haben ihn sich hart erarbeitet. Trotzdem die Möglichkeit für Klose!